Ich wollte eigentlich noch zurücklaufen und da Spaß haben, aber. Place for us assassins. Sang-Yong's tigers saw to the end of that. Their forces surprised and overwhelmed us, all but wiping out the Brotherhood. Gao Feng's death will send a message to the Templars. The assassins have returned. Ja. Die Rückkehr. Nun, da Gao Feng tot ist, muss Shao Yun durch die weitläufigen Höhlen und Steilhänge ihrer früheren Heimat fliehen, bevor die Templer bemerken, dass einer ihrer Meister tot ist. Und ich kann nicht wieder zurück. Schade eigentlich. Gut, gehen wir halt weiter. Hier die Wand hoch. Der Taste geht schneller. Ich komme hier leider nicht zurück, aber ich kann ja kurz gucken, was hier so kaputt gegangen ist. Alles. Und dann geht's weiter nach rechts rüber, wo ich hier runterklettern kann. Wieder hinten links nichts. Das sieht mir so aus wie eine Stelle für. Ich habe eine Adler-Synchronisation mit B. Und zwar sieht die so aus, dass ich hier runter kann. Hier. Okay. Und ja, nicht schlecht. Hier hängt alles in der Luft, ja. Und da gibt's was. Geht da eine Statue oder ein Gegner? Da stehen nur Statuen markiert und hier ist viel, viel Karte und ich kann reinzoomen und rauszoomen, wenn ich Bock habe. Aber irgendwie ist das Reinzoomen jetzt nicht so faszinierend. Okay, lassen wir das. Ein lieber Fate mache ich jetzt mal kurz. Bewege LB nach rechts und steige mit B von der Wand. Okay. Da sind drei Figuren an der Wand links. Bitte darauf achten. Oh, ich kann da aber drüber springen. Eigentlich gut. Würde ich den gerne so machen. Weil eigentlich ist Assassin's Creed ja für mich immer noch so ein mach mal alle kaputt, die da sind. Aber in dem Fall wohl eher nicht. 这趟巡逻真是平静。是啊，没什么动静。希望能一直都这么平静。Gut, dann schleiche ich mich jetzt erstmal. Und ich habe auch gesehen, es gibt ja extra Punkte für Schleichen. Halte L und A, um meine Sektionisten zu spinnen. Okay. Was man hier nicht alles lernt. Wachen können im Kampf Verstärkung rufen. Die Verstärkung ist hinter verschlossenen Türen versteckt. Okay.
Ja, sind wir da auch vorbeigeschlichen? Bestärkungsgebiet. Geht das auch hier? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Nein, ich lasse ihn leben. Ich lasse mal die vorbeigehen. Er sieht mich ja dann nicht. Ich sprinte zu dem Versteck. Warte kurz ab. Dass er mich nicht sieht. Sondern sie sich gegenseitig sehen und dann wundern sie sich später, dass sie es nicht geschafft haben, mich zu entdecken. Und hier geht es natürlich nicht mit dem Versteck wechseln, weil ich nicht das Versteck wechsle, sondern eher okay, ich versuch's mal. Ich komme da nicht hin, schade. Naja. Machen wir die Aktion hier nochmal etwas schneller. Ich hätte irgendwie gehofft, dass da noch irgendwas versteckt wäre. Naja. Da ist rum. Warum auch immer ich hier unten rumkletter? Ups. Munition. Jetzt habe ich auf einmal Stöcke. Wurfmesser. Dann nehme ich doch noch mal eins mit. So, Munition ist voll, dann kann es weitergehen. Wir retten die Assassinen. Und da ist was Gutes, wo ich warten darf, dass die ein Objekt erzeugen ein Geräusch, das Wachen ablenkt. Benutze Wurfmesser, um die Seile zu zerschneiden. Das war um für eine Ablenkung zu sorgen. Okay. Gut abgelenkt, glaube ich. Und dann geht's hier rechts hinauf. Und bis jetzt hat mich noch keiner hier entdeckt. Was ich demnächst ändern dürfte, so wie ich mich kenne. Wurfmesser eingesammelt. Aber da dürfte es schwierig werden, durchzukommen. Sofern. Da oben sehe ich doch so ein Hilfsgerät. Hätte ich beiden gerne in der Mitte. Du kannst Wurfmesser werfen, wenn du in Wänden hochkletterst. Das ist gut. Kann ich auch so machen? Ja, ich kann's. Schön erstmal ablenken und dann mit dem Ding erschlagen. Und dann zwei Attentate. Die vierte Taste gedrückt. Jetzt gehen sie zurück und gut. Ich gehe jetzt hier runter, weil ich das Ding da haben will. Bestärkungsgebiet.
Okay, jetzt gehe ich aber oben rum. Ich bin mal gespannt, ob mir das irgendwie Fame einbringt bei den Assassinen. Komm, das muss doch. Auf jeden Fall für Versteckungsdings sollte es reichen. So, da ist der Oberboss. Weil der so eine orange Farbe an der Rüstung hat. Let's test your reflexes. Ziel ist die Zinnige rot, drücke B. Ich war noch nicht bereit. Immer noch nicht bereit. Still sharp, I see. Try again. Rote Linie heißt. Good work. Close for the kill. Excellent, Chao. Your training is almost done. Mein Training ist fast beendet. Okay. Stellt sich mir natürlich noch die Frage. Was soll das? So viel Training für die Aktion. So. Könnt ihr ihn ja mitnehmen. Oder mein Nickerstick will einfach gar nicht. Kann hier was anderes machen. Egal, erstmal nehme ich hier was mit. Was will mir diese Werbesendung sagen? Da passiert nichts. Gleiche nehmen. Gleiche ablegen. Leg dich mal hier hin, wo du eigentlich lagst. Und was will mir dieses Stick jetzt sagen? Ich drücke hier die ganze Zeit nach oben. Sieht man das? Ich könnte mal. Wo habe ich den denn? Ja? Ja, linker Controller nach oben. Nichts passiert. Gut, sei es drum. Check. Okay, ab jetzt auch mit Controller-Einblendung. Und. Ah, guck mal, da kann ich machen. Kann ich auch wieder zurück? Ja. Indem ich nach unten drücke. Hier haben wir den Tod, würde ich sagen. Und jetzt kann auch jeder sehen, welche Controller-Taste ich drücke und dass es live ist. Ja, danke dir übrigens dafür, dass du mich das hingezogen hast und. Gut. Laufen wir nach rechts und. Jumpen rüber. Unter uns ist der Tod. Den holen wir uns nicht. Es ist ja noch kalt draußen. Das ist übrigens jetzt eine Woche nach deinem Rauskommen. Ich bin immer noch nicht wirklich krank geworden. Was ich merkwürdig finde, weil normalerweise ist so die Zeit immer um Nikolaus herum, dass ich dann irgendwie krank werde mit Schnupfen. Der mich dann fast tötet. Aber in diesem Fall irgendwie nicht. Okay, ich hätte auch noch ein bisschen länger klettern können. Gut. Setze Lärmpfeile ein, um die Wachen von einem Heuhaufen wegzulocken. Drücke LB und RB zum Werfen. LB, R. Und da dann RB. Schimmer.
Dann kann ich mich easy verstecken. Er guckt sich dann besoffen um. Sagt irgendwas, was ich nicht so richtig verstehe, und dann kann ich hier mit Y ein Attentat machen oder auch nicht. Oh, ich kann in das Gebüsch. Und mich dann da durchschleichen. Beweg dich im Gebüsch nicht, wenn sich ein Feind nähert, um unbemerkt zu bleiben. Und da bleibe ich auch unbemerkt. Und es sieht keiner. Ups. Na, sowas aber auch. Jetzt ist er verschwunden. Ich kann natürlich auch hier von links zu links wechseln. Und mich hier unbemerkt entlang schleichen. Oh. Und nach da hinten wechseln. 2,5D und so, ne? Wurfmesser. Trifft besser. Noch mehr Wurfmesser. Hallo Leute, ich bin hier hinten. Ihr seht mich nicht. Gut. Assassinenschriften beschaffen. This is where we used to keep the assassin scrolls. I should try to retrieve as many as I can while I have the chance. Ja, machen wir doch. Wir holen jetzt so viele, wie wir können von diesen Offizieren. Das da oben ist keine Schrift, würde ich sagen. Nichts. Haben wir sowas wie eine Karte? Ja, irgendwie schon. Sündpunkte. So. Animus-Scherben. Truhen, Munitionsdepot, Helix-Boost. Ausrufezeichen sind Nebenziele, okay. Das war die Back-Taste. Was macht ihr in meinem Gebiet? Okay, looten kann ich den anscheinend nicht, oder? Hier hinter mir steht übrigens immer noch, was ich machen kann. Schwerer Angriff, Leiche nehmen. Springen. Nicht die? Right schmeißen? Nein. Ein Weitwurf für mich. Oh, guck mal, da sind Zettel. Julie! Julie! Okay, schade. Leib am Arsch! Gut, er sieht ihn nicht. Nimm den aber trotzdem mal mit. Ihn auf den anderen. Los. Du kannst auch hochklettern. Ah, ich habe springen gedrückt. Alles klar. Ich hätte natürlich auch von hier aus rüber können. Ups. Ungesehen vorbei. Nicht mal auf den Kopf springen?
wenn er dann mal wieder vorbeikommt? Das wäre eine gute Frage. Ich hoffe doch ja. Schade eigentlich. Die zweiten Assassinen-Schriftrollen.